Hallo Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Jawohl, wir sind wieder am Start, sind immer noch auf der Hauptmission auf dem Land unterwegs. Ich bin zwar offscreen noch ein bisschen hier gefahren, aber es hat leider nicht gereicht, um Sonnenstein auf Level 5 zu kriegen. Hoffen wir mal, dass wir es jetzt diese Folge hinbekommen. Sollte eigentlich normalerweise funktionieren. Gucken wir mal. Auf jeden Fall müssen wir noch ein paar Haltestellen leveln. Ja, ich bin ein bisschen noch gefahren. Ich habe es so weit wie möglich es ging, konnte ich an die Haltestellen leveln. Aber gut, auch nicht alle. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt hier in Kerstadt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja klar, kein Problem. Warum nicht? Bitteschön. Ja, fahren dann wieder zurück. Nur hin, bitte. Und dann gucken wir mal, ne, wie es weitergeht. Auch der Rentnerhebel. Tagesticket, bitteschön. So, alle rein. Ja, hier ist mal so ein Osterbus. Hatten wir ja die ganze Zeit noch nicht. Gut, Ostern ist jetzt auch schon anderthalb Wochen vorbei, aber oder eine Woche vielmehr. Aber gut, was soll's. Aus dem Grund werden wir ja die Lackierung nicht ändern, ne? Komm, Kollege, fahr hier mal, was ist denn da los? Hallo? Entschuldigung? Meine Enkel haben einen neuen Hund, den sie sehr lieb haben. Einen neuen Hund haben die Enkel. So, 4 Minuten 50 haben wir Zeit. Boah. Tyson Planetarium, wow, da sind wir ja auch schon wieder viel zu früh. Naja, egal. Wir müssen nicht heizen, wir können ja langsam fahren. Wahrscheinlich müssen wir das auch, wenn ich mir hier den Verkehr angucke. So, komm. Ja, weiterfahren, dankeschön. Nicht bremsen, Gas geben. Na, komm mal da rum. Ja, gerade so. Alles klar, läuft. Auf zum Tyson Planetarium. Müssen wir hier wieder aufpassen, ne? Hier ist wahrscheinlich wieder dieses blöde Hindernis. Irgendwo. Na, kommt. Ja, da ist der Rubbel. Pams, da ist es. Ey, das ist so mies, ne? Das ist aber auch kein normaler Rubbel, ne? Von hier so einem Bremshügel oder sowas, sondern keine Ahnung, was da map-technisch nicht stimmt. So, wie sieht's denn hier an der Haltestelle aus? Es ist viel zu lieb, die Sonne. Naja gut, die Haltestelle haben wir gerade erst gelevelt. Ne? Hallo. Auch mal grüßt. Hier, bitteschön. Einmal einfaches Ticket. Zack, 320 Red Tour. Einfache Fahrt, bitte. Und auch hier der Rentnerin will. Zack. Danke. Gerne. Oh, 1000 Rentner-Tickets und einer, der Musik hört. Alter, was ist denn hier los? Hier, 8 Euro zurück. So, lass mal aufstehen hier. Geh mal weg. Hallo, 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 hallo. Entschuldigung. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, bitte. Blick. Na klar. Da, hier ist sie. So, wie sind gestern hatte ich eine, da haben sie nicht kontrolliert. Stimmt, richtig. Einen Augenblick. Wo hab ich denn hier? Hier ist sie, ja. So. Ah. Hier, den haben wir hier noch nicht. Moment. Zack. Hier. Aha. Ja, zwei erwischt. Au, oh, halt. Lady, sie. Muss man auch noch hier. Ja, läuft doch. Das läuft doch. Was ist ja richtig mit los hier? So, auf geht's. So, hier müssen wir jetzt auch irgendwo vorsichtig fahren. Hier ist noch so ein Hubbel oder noch so ein Hindernis, was auch immer das da am in der Map ist. Da ist er, genau. Bams. Da waren wir langsam genug. Sehr schön. Boah, schon wieder 5 Minuten, ne? Bis Wachowski Industry. Puh. Kritisch, ey. Naja, egal.
wollen wir mal da hingucken. Ja, fahren. Danke. Jawohl. Nicht bremsen, fahren. Fahren. Danke. Auch fahr doch bitte. Junge, ist das nervig. So, weiter geht's. Manchmal habe ich das Gefühl, da hilft es, wenn man einen Blinker setzt oder sowas. Damit die irgendwie checken, in welche Richtung man fahren will. Oder auch nicht fahren will, je nachdem. Und ein Fahrgast ist eingeschlafen. Na gut, kümmern wir uns gleich drum. Es wäre schon schön, wenn wir das jetzt mal hinkriegen würden, hier dann dementsprechend... Ja komm, fahr weiter. Sonnenstein dann auf Level 5 zu kriegen. Komm, aber große Schritte, dankeschön. Weg da. Und dann wollen wir hier mal... Und können wir hier leveln? Können wir? Nein, können wir nicht. So, wer ist eingeschlafen? Der da hinten. Wir haben eine Vollverklebung freigeschaltet. Nice. Das Wetter ist einfach wundervoll. Oha, Moment, da müssen wir mal ganz schnell reingehen. Du hast Winter der Leidenschaft echt noch nie gesehen? Nee, wir haben Winter der Leidenschaft alle noch nicht gesehen. Das ist voll nervig. Wir wollen es aber sehen, unbedingt. Amazon Prime oder was, muss hier mal unbedingt mal für die Leidenschaft reinhauen. Ich habe ihm so viel zu verdanken. So, zack. Tschüss. Alle drin? Alle drin. So, jetzt gucken wir mal ganz schnell. Warte mal. Ne, das ist nicht unsere. Welchen fahren wir denn überhaupt? Moment. Wir fahren einen... Kann kein Mensch lesen, ne? Route 41, ne? Da sind wir unterwegs. Warte mal, das ist ein was? Grand West Vicinity Bus. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. Egal. Schnell mal wechseln. So, wo haben wir den Grand West? Da. Zack. Route 41, jawohl. Genau. Anpassen. So, jetzt gucken wir mal eben schnell drauf. Vollverklebung. Was haben wir denn da Neues bekommen? Das ist eine gute Frage, ne? Hö, toll. Boah, hier ist die der Osterkrempel und sowas. Den? Nee, oder? Den haben wir doch schon. Welche haben wir denn jetzt dazu bekommen? Boah, voll schwer. Ich wüsste jetzt nicht, welche wir dazu bekommen haben. Die hier, glaube ich. Die machen wir mal. Änderung übernehmen. Zeig mal, ja. Jawohl, sehr schön. Die müsste neu sein. Die Peace and Love. Was? Ja, sehr schön. Fahren wir mal weiter. Aber die müsste es sein. Weil die sagte mir jetzt so noch gar nichts. Alle anderen... war ich eigentlich ziemlich safe, dass wir die haben. Ah, endlich mal eine neue Vollverklebung dazu bekommen.
Finde ich sehr gut. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Aufgabe, wo wir noch eine weitere freifahren können. So, jetzt bis nach Winfield Ost müssten wir ja von der Zeit eigentlich hinkommen, ne? Wir haben jetzt lange gewartet. Das dürfte so klappen. Ja, sehr schön. Sieht doch eigentlich ganz nice aus, oder? Was meint ihr? Kann man machen, oder? Wow. Na, das kommt davon, wenn man zu viel Außenansicht fährt. Und dann auch verkehrt rum. Aber, hey, hat noch alles geklappt. Perfekt. So, wollen wir mal schauen. Winfield gehört ja auch noch zu Kerstadt, glaube ich. Ob wir da was reißen können und dann, ja. Sind wir ja eigentlich schon wieder in Sonnstein unterwegs, ne? Also ich weiß, dass ich Mountner Hof, glaube ich, war das, gelevelt habe. So, zack. Ach nee, das ist hier schon wieder. Ah, guck dir das mal an. Guck's dir an. 5.387.000 Leute. Die alle jetzt über die Straße wollen. Das Katja von Hallo. Oha, Katja nicht losrennen. Alter. Sonnleitner Familie. Alter, das ist nicht wahr, ne? Guck dir das mal an, was hier los ist. Wo kommen diese Menschenmassen her? Komm, Amma. Schneller. Nee, und ihr bleibt da jetzt stehen. Oh Gott, Junge. Voll die Katastrophe. So, zack. Okay, checken wir mal hier eben die Haltestelle. Hallo. Beim nächsten Mal können wir hier auf jeden Fall leveln. So, zack, normale Wochenkarte, jawohl. Voll müde. Auf einen Kaffee. Zack, da will jemand einen Kaffee. Und noch ein normales Ticket, jawohl. Ah, oh, schon wieder einer mit der Musik, ne? Wer? Hallo, 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 hallo. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Augenblick. So, wie sieht's hier aus mit Tickets? Sind so viele Leute neu eingestiegen. Wo hab ich denn? Ah, hier. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ah ja, mhm. Direkt zwei erwischt, jawohl, sehr schön. Zum Jazz Festival. Es gibt keine Band, die ich unbedingt sehen will. Und noch ein. Ja, drei Leute erwischt, ne? So läuft das hier nicht, Freunde. Guck dir das mal an, was hier für ein Stau ist, ne? Nur durch diese Leute, die da vorne rumlaufen. Ey, Katastrophe. Sonnstein-Unterstadt, die nächste Haltestelle. 3 Minuten 20 noch. Ja, normalerweise müssten wir jetzt eigentlich ganz, ganz gut in der Zeit liegen. Weil wir haben jetzt echt immer lange gewartet hier. Schauen wir mal. Also dieses Haltestellen leveln ist echt hardcore. Muss man ganz knaller sagen. Oma, entweder gehörtest du zu denen, die eine gültige Fahrkarte hatten, oder zu den drei, die keine hatten. Man weiß es noch nicht. Ja, das Leveln ist echt hardcore, ne? Das dauert auch immer so lange. Gut, okay, die Strecken, die dauern auch dementsprechend lange. Boah, hier muss man da aufpassen. Genau, bleibt mal stehen. Finde ich gut.
gar keinen Bock, da jetzt noch anzuhalten, bis die da alle über den Zebrastreifen gelatscht sind. Und dann werden wir hier weiterfahren. Ich bin auch schon zwischenzeitlich nochmal hingegangen, bin nochmal so andere Strecken gefahren, damit wir da auch nochmal ein bisschen Fortschritt kriegen in den Haltestellen. Weil das ist ja leider in jeder Aufgabe gegenwärtig, ne? Irgendwelche Stadtteile oder sowas oder irgendwelche Haltestellen leveln. Dauert leider immer ein bisschen sehr lange. Oha. Steht denn hier alles rum? Jawohl. Guck uns mal an, was hier los ist. Voll die Hölle. Na ja, komm, wir fahren mal einen Ticken näher ran. So, dürfte ich passen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mehrere Fahrkarten braucht er, aha. Oha. Und schon wieder ein Zahltag, sehr gut. So, bitteschön. Noch jemand ohne Ticket? Mehrere Fahrkarten, bitte. Auch mehrere Fahrkarten, was ist mal los bei euch? Und noch ein Ticket. Naja, solange die alle passen, zahlen ist aber eigentlich egal, ne? Außer der Opfer wieder, ne? Der braucht wieder 320 Schritt zurück. Alter, hast du schon mal was zum Trinkgeld gehört? Zack. Oh, mit 320. Alter. Wie viele Tickets wollen wir denn hier verkaufen? Was ist hier los? Wie viele Leute wollen hier in den Bus? Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Oh doch, das wirst du jetzt gleich merken. So, sind jetzt alle mal drin? Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Alter Schwede, so voll hat man den Bus aber noch nie, ne? Ich weiß gar nicht, wen wir hier schon kontrolliert haben, wen noch nicht. Na klar. Gott, ist das hier voll. Okay. Moment, wo ist meine Tasche? Wollen Sie die denn noch sehen? Keine Ahnung, wie oft ich die sehen will. So oft ich will, Perle. Hier sind so viele Leute, ich weiß ja gar nicht, wo ich hier anfangen sollte, kontrollieren. Hier. Sie waren schon bei mir. Entschuldigung. Okay, alle am Start. Okay, alles klar, Abfahrt. Was? So. Junge, Junge, Junge. Richtig voll der Bus. Nächster Halt. Kellergasse. Die Kellergasse. Die Endstation. Oh, Full House hier im Bus. Ah. Aber der Bus fährt. Und schon wieder ist jemand eingeschlafen. Den sollten wir aber vorab jetzt wecken, ne? Bevor wir da ankommen. Besser ist das. Sonst sitzen wir nachher immer noch im Bus, wenn wir hier rumgucken. Moment, das machen wir direkt. Stehen so. Wer von denen ist eingepennt? Die hier. Hallo, moin. Aufwachen. Und weiter geht's. Boah, der war knapp, ey. Der hat aber ein bisschen viel riskiert, ne? Der Kollege. Ich würde ja mal interessieren, wie viel Fortschritt man noch benötigt, um generell dann sonst auf 5 zu bekommen. So, das wäre mal ganz schön zu wissen. Also
Klar, die Haltestellen können wir uns angucken, so einzeln, aber... Irgendwie... Wow, wo kommt der denn her? Voll der Wahnsinnige. Auf zur Kellergasse, Kellerstraße, wie auch immer. Irgendwo im Keller. So, ist das die? Nee, ne? Nee, das ist sie gar nicht. Weiterfahren. Oh, nicht schon wieder. Kollege, hör doch auf damit, ey. Wartet, wieder anhalten. Hallo? Junge Frau? Ich habe meine Fahrkarte zu Hause vergessen. Habe ich schon kontrolliert, mein Kollege. Hat alles funktioniert mit der Karte. Das hat alles funktioniert. Ich möchte am Wochenende wirklich gerne in den Bergen wandern gehen. Also, tu dir keinen Zwang an. Er will am Wochenende in den Bergen wandern. Kein Problem für ihn. Oh, hier wird schnell. So, wie lange haben wir noch? 1,44. Ja, läuft. Kommen wir ungefähr pünktlich an. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Hoffe ich zumindest. Das Blöde hier ist bei der Strecke, wenn man von der letzten bis zur ersten Haltestelle wieder, wo man die Strecke wieder anfängt, fahren will, muss man einen riesen Bogen fahren. Ist irgendwie, ja, schon wieder so bescheiden. Aber gut, was wollen wir machen? Könnten eigentlich auch aus dem Ding eine Ping-Pong-Strecke machen. Würde zwar doppelt so lange dauern, aber würden die Haltestellen jeweils zweimal anfahren, ne? Wäre auch keine schlechte Idee. Aber gut, wir schauen mal. Wir fahren jetzt erstmal hier zur Endstation. Ah, ich glaube, so pünktlich waren wir hier noch nie. Sehr geil. Ihr braucht nicht drücken. Ich halte so oder so an. Ihr müsst ihr alle aussteigen. Freunde. Ist das die hier? Ja, ne? Ja. Jawohl, die können wir ausbauen. Perfekt. Zack, auf Stufe 5. Sehr schön. Und wieder Zahltag. Ja, läuft doch. Das lief doch richtig gut. Und es fängt schon wieder an zu regnen, ne? Ey, krieg ich eine Krise. Okay, aber sowas von der Krise. Na, egal. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier ein Folgenende. Leider haben wir es nicht geschafft, Kehrstadt hier zu leveln, aber egal. Ich fahre nochmal hier eine Runde, dann müssen wir nochmal gucken. Irgendwie müssen wir, Kehrstadt sei schon sonst schon. Müssen wir schauen, dass wir hier das hinkriegen. Irgendwie. Schaffen aber. Warum bin ich jetzt hier im freien Spiel drin? Ich will gar nicht in ein freies Spiel, was soll denn der Quatsch? Moment. Na egal, dann muss ich meine Kollegin weiter hier fahren lassen. Kriegen wir irgendwie hin. Ich sag mal, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, gerne kostenlos abonnieren. Danke dafür. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und
hoffentlich schon mit geleveltem Sonnenschwert. Bis zum nächsten und ciao, ciao.